Frank von Giga, das hier ist der Echo Dot in der 5. Generation von Amazon. Ein Smart Home Assistent mit eigener Sprachsteuerung. Was die auf dem Kasten haben und vor allem was neu ist in der neuen 5. Generation, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Während die ersten drei Generationen von Amazons Alexa-Lautsprechern noch in diesem, ich sag mal, Cremedosen-Design herkamen, hat die 4. Generation ein neues Design gebracht. Dieses sphärische Design der Echo Dots, also bei den Echo Dots und auch bei den größeren. Und finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Jetzt in der 5. Generation hat sich da zumindest in Sachen Design nicht groß was geändert, sondern allerhöchstens im Detail. Und zwar, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, ist auf der Rückseite ein Anschluss weniger. Und das ist auch schon im Wesentlichen der Nachteil der 5. Generation. Da ist jetzt nämlich keine Klinkenbuchse mehr, mit der man den Sound auch auf einem anderen Gerät ausgeben kann. Und das finde ich persönlich auch ein bisschen schade. Immer noch wird hier von Amazon ein proprietärer Stecker verwendet anstatt USB-C. Das man ja sonst eigentlich mittlerweile überall sieht. Ansonsten bleibt aber alles beim Alten. Erneut gibt es zwei Versionen, nämlich einmal den Echo Dot in der Version ohne und einmal in der mit Zeitanzeige. Bei der Version mit Zeitanzeige hat sich das Display jetzt ein bisschen verbessert. Das ist weiterhin natürlich so eine LED-Matrix mit einer Auflösung, diesmal allerdings von 5×21 quasi einzelnen Pixeln oder LEDs. Und die können jetzt mehr. Die können jetzt nicht mehr nur die Zeit anzeigen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass jetzt ein Countdown darauf angezeigt wird. Es gibt eine neue Schlummerfunktion für den Wecker. Dort werden dann auch die verbliebenen Minuten runtergezählt, die man noch hat, um im Traumland seine Zeit zu verbringen. Und ansonsten zum Beispiel Songtitel werden auch angezeigt. Wetterinformationen zeigt das Gerät jetzt auch an auf diesem Display. Auch neu ist, dass hier oben jetzt das Gerät so ein bisschen touchsensitiv ist. Damit kann ich dann zum Beispiel auch die Musik pausieren oder Anrufe ablehnen. Und ansonsten beschränken sich die Änderungen im Wesentlichen auf das Innenleben. Vor allem wollte Amazon hier, denke ich mal, in erster Linie dem HomePod Mini Konkurrenz machen. Die Soundarchitektur wurde verbessert. Die Geräte sollen jetzt doppelt so viel Bass erzeugen, was auch immer das heißen soll. Ich habe den Klang mal ausprobiert vorhin und ich muss sagen, das klingt schon ganz gut. Selbst so ein basslastiges Lied wie New Noise von Refused klingt so ungefähr bis Lautstärke 6 noch einigermaßen brauchbar. Ansonsten nimmt der Bass dann doch ein bisschen an Qualität ab, aber so fürs normale Hören von zum Beispiel Radio oder Podcasts ist das auf jeden Fall ein gut geeignetes Gerät. In den Geräten sind jetzt Temperatursensoren verbaut. Das hat vor allem den Sinn, dass ihr damit dann auch Smart Home Routinen auf Basis von Temperaturtriggern auslösen könnt. Also ein typisches Beispiel: wenn die Temperatur im Zimmer über 25 Grad steigt, dann geht der Ventilator an oder dergleichen. Die meisten Geräte der Echo-Familie sollen in Zukunft auch in der Lage sein, Meta zu unterstützen, also bis auf die Geräte der ersten Generation. Das ist schon mal cool, denn Meta ist der neue Smart-Home-Standard, der bewirken soll, dass ganz viele Gerätefamilien unterschiedlicher Hersteller besser oder überhaupt erstmal miteinander kommunizieren können. Dann gibt es noch eine Neuerung, die bislang noch nicht ausgerollt wurde, aber in Kürze kommen soll. Und das sind zeitgesteuerte Abläufe. Beispiel, ihr könnt dann zum Beispiel sagen, Alexa, mach in 10 Minuten das Licht aus oder Alexa, mach morgen früh um 6 die Kaffeemaschine an. Und das soll dann auch funktionieren. Und das war's im Wesentlichen. Vielleicht noch zu erwähnen, dass es auch jetzt eine Kids Edition der Echo Dots gibt, mit denen ihr zum Beispiel dann auch eure Kinderzimmer dann ein bisschen aufhübschen könnt. Und ja, preislich bewegt sich das im üblichen Rahmen, sage ich mal. Also die Version hier ohne Display kostet 60 Euro. Die Version mit Uhrenanzeige kostet 70 Euro. Aber wie immer steht zu erwarten, dass bei hohen kapitalistischen Feiertagen der Preis etwa um die Hälfte reduziert werden wird. Das heißt, wenn ihr nicht dringend neue Echo Dots braucht, solltet ihr vielleicht auf Black Friday oder den nächsten Prime Day warten. Mein Fazit zu den neuen Echo Dots, ja, das ist jetzt keine Revolution, das ist eine Evolution der 4. Generation. Das kann man auf jeden Fall machen. Amazon hat hier an den richtigen Stellschrauben gedreht. Allenfalls etwas schade finde ich halt, dass hinten die Klinkenbuchse weggefallen ist und dass wir hier immer noch kein USB-C haben. Meine Güte, Amazon, das muss ja doch irgendwann auch mal bei euch durchgedrungen sein, oder? Dass das jetzt der neue Standard ist. Naja, mal abwarten, was die
sechste Generation dann bringt. Und ansonsten tut mir doch den Gefallen und macht unten in den Kommentaren keinen Flame War auf, ob die Dinger jetzt gefährlich und böse sind oder wahnsinnig nützlich, sondern sagt mir einfach, was eure Erfahrungen mit den Echo-Geräten sind, wenn ihr solche schon zu Hause habt. Freuen wir uns. Wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen. Daumen hoch, Abo nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!